Ich freue mich total auf das Video heute. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Seitdem wir wieder in Deutschland sind, wollte ich dieses Video schon abdrehen. Und zwar haben sich ganz, ganz viele gewünscht, dass ich einen Haul drehe von den ganzen Sachen, die wir in China gekauft haben. Es ist Und ich bin mit dabei, hat die Nancy gesagt. Ja, es gibt ja ein paar Sachen, die Justus gekauft hat. Ich dachte, das kann er auch selber ein bisschen mehr sagen als nur ich. Ja, du hast sogar mehr gekauft als ich. Für die Kinder. Ich habe überhaupt nichts bekommen, wollte ich nochmal betonen. Immer für die Kinder. Stimmt, du hast sie selber ja gar nicht. Ja, nur für gar meine nicht? Ja, für meine geliebte Ehefrau und meine geliebten Kinder. Na gut, wir gucken jetzt mal rein. Also, wir haben diesen ganzen Koffer hier jetzt voll mit den Sachen, die wir gekauft haben, die ich dir zeigen möchte. Also, falls du mal nach China fliegst, kann ich dir nur den Tipp geben, verreise mit einem leeren Koffer. Den Tipp hatte ich auch bekommen aus der Community und ich habe ihn nicht beherzigt. Ja, das war sehr schwierig, nachher alles hier reinzubekommen. Wir hatten echt große Angst, dass die Koffer aufplatzen. Ja, die waren bis zum Zerbersten voll. Aber es hat geklappt und ich zeig dir jetzt unsere Ausbeute. Es ist so, so viel. Es ist so tolle Sachen. Nee, mach mal Up dafür. Müssen wir ein paar Sachen holen, weil wir haben schon so ein paar Sachen hier überall verstreut. Die haben wir schon in der letzten Zeit. Ja, Johann hat schon seine Sachen angezogen. Clara hat auch schon ihre Sachen angezogen. Also wir haben sehr, sehr viele Klamotten, gerade für die Kinder gekauft. Elisa auch, ne? Darf ich schon aufmachen, Jan? Ja, natürlich, mach auf. Das ist so viele tolle Sachen. Okay. Ist das nur diese Seite oder da auch noch? Nee, da auch noch. Tada! OMG! Ja, ich habe selbst ganz vergessen, was wir alles gekauft haben. Das können wir gar nicht sehen. Ach so. Dann machen wir mal hoch. Ja, wie machen wir das denn jetzt, Justus? Wo fangen wir an? Das ist so viel. Also das erstmal zur Übersicht, ja, das sind die ganzen Sachen. Wo fangen wir an? Willst du erst anfangen, Justus? Wie soll ich jetzt mal wieder einen Vortrag halten? Vortrag, also ich habe darauf geachtet, dass ich etwas kaufe, was es hier nicht gibt. Ja? Ja, alles gibt's doch hier nicht. Das, nein. Das also, da oben. Nee, guck mal, ich hab schon denken, Sachen verstreut. Man geht nach China und kauft ganz viel Markenklamotten für billig ein. Nee, das funktioniert da muss man leider nicht. Leider sagen, in China ist es fast genauso teuer wie hier. Also es lohnt sich nicht, eine Reise zu machen, um da Sachen einzukaufen, die es hier gibt. Es sei denn, man kauft 2 Euro zu sparen. Da. Ja, und dann 5000 Euro Flug. Ja, genau. Also man kann eben nichts wirklich Markenklamottenartiges kaufen, was da billig ist, es sei denn, es ist gefälscht. Und das interessanterweise sagen die das auch. Also ja. Hier willst du Louis Vuitton kaufen? Hier fake. Ist fake. Fake. Ja, also, dass man weiß, alles fake kann man günstig kaufen. Aber alles echte, originale, was man da sehr viel kaufen kann, das ist genauso toll wie in Deutschland. Also wir waren ja in diesen ganzen großen Einkaufszentren. Ich glaube, das habe ich gar nicht mitgevloggt. Aber da gibt es wirklich ganz viel Nike, Adidas, diese ganzen Sachen. Und die gibt es leider überhaupt nicht günstiger als hier. Hm. Also ich finde sogar genauso teuer wie hier. Justus meint, es wäre ein paar Euro günstiger. Das Einzige, was interessant ist, dass diese großen Marken offensichtlich in China eine viel größere Vielfalt haben als bei uns. Ach so, stimmt. So ja, wie Pepsi. Total abgefahren. Pepsi, wer kennt Pepsi-Schuhe, Pepsi-Klamotten? Wir haben gedacht, das wäre fake. Nee, es gibt wirklich die Marke Pepsi als Klamotte. Total witzig. Und hier gibt es das nur zu trinken. Ja, wenn überhaupt noch. Ja. Und genauso ist es auch bei Nike und so weiter, dass die andere Shirts haben, die es hier gar nicht gibt. Wir machen abwechselnd. Ja, du zeigst was, ich zeig was. Oh mein Gott, wir werden, glaube ich, niemals fertig in diesem Video, weil wir einfach so viele Sachen gekauft haben und vor allen Dingen zu jeder Sache eine Geschichte haben. Das ist das Schöne eigentlich, wenn man mit so Mitbringseln nach Hause kommt. Also das Erste, was ich dir zeigen möchte, ist meine neue Handtasche. Da hat sogar Justus gesagt, dass sie total schön ist. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die gab es in Schwarz, in Rot, Rosa und noch, glaube ich, irgendwie Blau oder sowas. Und ich habe mich für Rosa entschieden. Ist sie nicht süß? Oh mein Gott, guck mal, so sehe ich aus, wenn ich sie trage. Okay. Ja. Da ist echte Begeisterung mit dabei. Und das ist nicht irgendwie in Disneyland oder sowas gekauft, sondern die gab es einfach im normalen Laden. Ne? Ja. Oh, schön. Sag, dass sie schön ist. Sie ist so schön. Ja, sie oh mein ist Gott, schön. Ich liebe diese Tasche. Seitdem ich sie habe, trage ich sie im Mund. Okay. Du bist dran. Gut. Jetzt versuche ich mal genauso viel Positives rüberzubringen wie Nancy. Wow, 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 wow. Eine Cola-Dose. Es ist keine echte Cola-Dose, sondern es ist eine Trinkflasche, eine Thermos-Trinkflasche. Und in der Schule von Johann, da gucken die ganz genau drauf, dass der wirklich keine Süßigkeiten verteilt werden. Keine Kekse, kein Kuchen, keine süßen Getränke. Und ich dachte, es wäre total cool, wenn er da ankommt mit einer Cola-Dose. Du bist der beste Papa der Welt, weißt du? Wo dann Apfelsaft toll drin ist, oder?
Oder Bier oder sowas, ja. Also etwas, was sie dann doch trinken dürfen. Also das können wir auch zu diesen ganzen Thermosflaschen mal sagen. Das gibt es ganz, ganz viel in China, weil die wirklich alle mit solchen Thermosflaschen immer rumlaufen. Da haben sie nämlich ihr heißes Wasser drin oder Tee. Ja, das ist echt abgefahren. Also die Taxifahrer, alle haben irgendwo Polizisten, immer ihr... Ja, die Polizisten auch, glaube ich, haben wir schon gesagt, erzählt. Ne? Ja, schon erzählt. Die Polizisten extra hinten eine Tasche haben für die Thermoskanne. Nee, und? Vielleicht sollte, aber... Da habe ich meine Ja-Ja. Ja, also ich weiß, deine Ja-Ja. Die also das ist auch eine Thermoskanne. Lisa dachte immer, das wäre für sie, aber nennt das sie... Das ist halt für die Mama. Ja, genau. Das ist für mich... Ganz klargestellt, das ist meine. Na, auf jeden Fall ist das eine Marke in China. Also Ja-Ja, diese Ente ist in China eine Marke und die ist wohl auch ganz Kitty, beliebt. Ja, so ähnlich. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe immer nicht verstanden, was du mit Ja-Ja meinst. Das ist eine Thermoskanne in Entenform. Okay, aber okay, das ist jetzt ja ja. Das ja ja. Ist, ja Ente heißt ja ja. Ja, wenn du zu mir ja ja sagst, dann denke ich immer, dass irgendwas entweder sagst du ja ja oder du sagst irgendwas Chinesisches, was ich nicht verstehe. Ja ja. Gut, ich habe verstanden. Ja, und diese Marke, die produziert eben auch sowas hier, Handyhülle. Ist das nicht süß? Das ist auch eine ja ja. Und das Coole ist, das hier, das habe ich ja schon, glaube ich, gezeigt, aber ich zeige es dir nochmal. Ich glaube, so Selfie machen oder wenn man dran arbeitet, kann man das richtig gut festhalten hier an der Schnabel. Schnabelnase. Ist das nicht süß? Das gibt's alles in ganz vielen verschiedenen Farben und oh Gott, da kann man sich gar nicht entscheiden, was man nehmen soll. Okay. Stäbchen, das ist eher so ein familieninternes Ding. Also es ist Übungsstäbchen für Kinder. Die gibt es ganz, ganz viel in China. Auch mit ganz vielen verschiedenen Oberteilen. Das ist jetzt Hello Kitty. Dann haben wir auch noch ein Pikachu oder diesen, was ist denn dieses Riesenviech da? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das so die Lernstäbchen in China. Damit lernen die Kinder in China Stäbchen zu essen. Das gibt es auch in Deutschland nicht. Habe ich noch nie gesehen. Naja. Aber in Deutschland lernt das auch keiner. Das Coole, was es auch nicht in Deutschland gibt, ist das hier. Das haben wir gesehen. Ich dachte mir, was ist das denn? Wie komische Hundeleine für Kinder. Was ist das? Community, in die Kommentare rein. Das Hundeleine. Ja, hast du schon verraten? Ja, gerade eben ja. Hundeleine für Kinder. Ah. Ja? Weil es laufen da wirklich viele Menschen rum in China, muss man schon so sagen, gerade in den Zentren. Ich hatte immer den Eindruck, dass die 1 Milliarde Chinesen mir folgen, genau dahin gehen, wo ich auch bin. Also, es sind einfach viele Menschen. Es sind sehr, sehr viele Menschen überall. Krass ist, die Chinesen stehen ordentlich an. Und zwar gerne und das tut ihnen gar nicht weh. Ja, aber Justus tut es dafür umso mehr weh. Ja, also wenn ich sehe, dass vor einem Geschäft, ich weiß nicht, Lego. Bei Lego standen die Leute Schlange. Ja, genau. Und warten dann da wirklich eine halbe Stunde in der Schlange, damit sie ins Geschäft reinkommen. Krass. Das, ich beschwere mich schon, wenn eine Schlange steht, wenn ich bezahlen möchte. Ja. Aber überhaupt reinzukommen. Das ist deutscher ist Luxus, nicht anstehen ja, zu müssen. Ja, aber die stellen sich an und sind alle vernünftig und nett. So, jetzt muss ich das noch erzählen. Also das ist für die Mama. Also das gibt es ja noch als, nicht nur fürs Handgelenk, das ist ja dafür Elisa am Handgelenk. Geht mal mit ihr spazieren. Ich habe schon gesagt, ich muss das in Deutschland machen. Ne? Mal gucken, wie die Leute schauen dann. Weil in China ist das normal. Ja. Da ne, guckt keiner komisch. Aber in Deutschland wäre das bestimmt, wie kann man? Ja, witzig war, wir haben das dann Elisa angelegt. Da fand und sie dann das fand sie das überhaupt nicht witzig. Nee, fand sie nicht geschrieben, so da haben die Leute doch geguckt. Was ja. macht die Mutter da? Haben wir schnell weggemacht. Da haben wir Clara dran gemacht, damit Elisa sieht. Ja, Clara fand das lustig. Ja, und dann wollte sie es unbedingt haben. Ja. Gut, also, aber ist es wirklich, also schon auch hilfreich. Das ist jetzt nicht nur skurril, sondern gerade wenn man in Großstädten unterwegs ist, wie in Shanghai, und da 1 Million Leute rumlaufen, dann hast du dein Kind wirklich bei dir und musst nicht ständig gucken und hinterherlaufen und alles. Ja, Clara ist einmal fast verloren gegangen. Und sie zwar, sie war 10 Meter von uns entfernt, aber es waren so viele Leute, dass sie uns auch gar nicht mehr gesehen hat und stand da schon mit Panik in den Augen rum. Also es ist einfach so viel dann und so viel Reize, dass man sich dann schnell mal verliert. Aber Gott sei Dank ist das nicht vorgekommen. Also bald siehst du auch mich ohne Leine nicht. Damit, falls du jemanden in der Stadt siehst, damit, dann ist er Nancy. Da, ja. Und das hier, dann, da ist ein Stahlseil mit eingearbeitet. Ne? Also nicht, dass jemand denkt, hier, ach, das ist so ein Stahl. So, jetzt bin ich dran. Du hast ja jetzt wieder was gezeigt. Ich habe die ganze Zeit schon. Also, ich kann dir etwas zeigen, das es auch nur in China gibt. Und ich rede jetzt nicht von Hello Kitty, ne? Ich rede von diesem System, was ich
total genial finde. Also in China bezahlt man ja mit Handy, man macht dort alles mit Handy, WeChat, Instagram quasi, alles ist da drin. Und deshalb haben die Chinesen immer ihr Handy dabei. Sie brauchen kein Portemonnaie, eigentlich brauchen sie gar keine Handtasche, um da das Portemonnaie reinzutun. Die einige aus der Community sagten, ja, also man kann bei uns auch schon bei einigen Läden damit bezahlen. Das meinen ist kein gar Vergleich. Nicht. Es ist total skurril für die Chinesen, wenn man da mit Bargeld ankommt. Die bezahlen nur damit. Nur. In jedem Geschäft, an jeder Straßenecke. Bei jedem Bäcker, bei jeder Eisdiele. Wird nur noch damit bezahlt, nur noch mit dem Handy. Die haben das immer parat und die meisten das eben auch so am Hals. Genau, so also das ist jetzt zum Beispiel eins der Systeme, die es da gibt. Das kann man hier auskoppeln, dann hat man das Handy wieder so, dann kann man Selfies machen oder so. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, dann kann man es sich wieder um den Hals hängen. Und deshalb hat man es immer bereit. Man muss es nicht erst aus der Tasche rauskramen oder aus dem Rucksack rauskramen, sondern man hat es einfach immer da, bezahlen, WeChat, telefonieren, keine Ahnung. Ich finde das total genial. Also fast jeder Chinese läuft mit so einer Kette rum. Mhm. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar andere nochmal bestellt. Da gibt es bald eine Überraschung. Ah, okay, das stimmt. Aber wir verraten noch nicht. Aber du kannst mir schon mal schreiben, wie toll du das findest. Also, ja, ich habe auch gesucht. In Deutschland gibt es das einfach überhaupt gar nicht. Okay, solange Justus kramt, zeige ich dir das hier noch, obwohl du das schon gesehen hast in einem Vlog. Das hatten wir ja am Stand gekauft. Und das finde ich halt auch so schön, dass ich diese Gespräche mit der Verkäuferin auch niemals vergessen werde. Wie sie das auch gemalt hat. Und es ist einfach wunderschön. Ich finde es so schön und das ist wirklich so ein Erinnerungsstück. Das steht jetzt bei uns da immer im Schrank. Und immer, wenn ich daran vorbeigehe und mir das angucke, denke ich, Mann, das ist aber schön. Ja, ich glaube, du musst erst mal erklären, was das ist. Das sieht so ein bisschen unscheinbar aus. Also es ist einfach nur eine Flasche, die ist bemalt. Aber die ist von innen bemalt. Und dann ist mal, okay, wie machen die das? Das haben wir doch gezeigt im Vlog, Papi. Ach so. Gut. Dann Sache sie mal. Erinnern sie sich gar nicht mehr. Jetzt und da anderes. Hat sie mir ja was reingefüllt. Eigentlich kann man das jetzt immer offen stehen lassen. Riecht das eigentlich? Ja, nach irgendeiner Frucht. Und das kann man so als Duftgläschen quasi auch benutzen. Schön, oder? Das willst du zeigen? Ja, das ist für Johann. Ja. Fand ich cool. Dann zeig mal. Ein Shirt. Oder ein Shirt. Also man kann sich da in vielen kleinen Geschäften, also es gibt da in China ganz viele Kleinstgeschäfte. Die stehen aus einem kleinen Raum. Hat man im Vlog auch gesehen. Genau. Das sind eigentlich so die schönsten Geschäfte. Sondern auch teilweise ziemlich modern gestaltet. Das ist jetzt zum Beispiel ein Shirt, das man sich da aussuchen konnte. Draufgeprintet. Also man konnte sich da einfach einen Druck aussuchen und dann haben die das draufgeprintet und dann konnte man das so mitnehmen. Also das ist echt ziemlich cool. Da haben wir noch ganz verschiedene andere Shirts von. Ja, hat mir sehr gefallen. Ja, ich finde diesen Flair von diesen ganz kleinen Geschäften sowieso unfassbar schön, so persönlich. Ich weiß nicht, ich fand das viel, viel schöner als in diesen richtig großen Kaufhäusern. Deshalb waren wir auch sehr, sehr oft in diesen kleinen Lädchen und haben da gerne eingekauft. Das ist, glaube ich, ein tolles Beispiel. Man muss dann aber auch da ein bisschen aufpassen. Da wird ganz viel Silber verkauft in China. Und da gibt es Silberschmieden, richtig tolle Silberschmieden, wo auch ganz viel was gemacht wird. Wir waren bei diesem Konfuzius-Tempel, waren wir in so einer Silberschmiede. Hast du eigentlich da was gezeigt? Hast du die? Ja, das habe ich mitgevloggt. Auch die Schale? Die Schale habe ich nicht mitgevloggt. Genau, die habe ich für Elisa besorgt. Man kann dann in diesen Geschäften, kann man sehen, wie das alles gemacht wird. Aber, und das ist eben das Krasse, es gibt dann ganz viele kleine Geschäfte, wo dann immer davor ein junger Mann ist, der dann auf irgendeinem Silberstab rumkloppt. Aber der macht das nicht wirklich, sondern das ist einfach nur eingekaufter Silber, den sie da hinten verkaufen. Und vorne wollen die einfach nur zeigen, dass sie es selber gemacht hätten und so. Aber was dann nicht ganz so richtig stimmig ist. Deshalb muss man da so ein bisschen gucken, wo man das kauft. Und genau dasselbe mit dieser Flasche. Das ist nicht einfach irgendwo eingekauft bei irgendjemandem, sondern die Frau, mit der wir uns unterhalten haben, die hat das selber gemalt. Genau, da gibt es nämlich auch sehr viele Händler dann, ne? Ja. Das meinst du? Also ja, genau. Händler, die das dann auch noch verkaufen. Aber natürlich ist es schöner, wenn das genau von der Person gekauft wird, die das auch gemalt hat. Genau. Das fanden wir besonders. Ja. Und zwar gab es das in einem Hotel, einfach für Kinder oder Erwachsene, einfach so zum Spaß. Das fanden wir so toll, dass wir uns das nachbesorgt haben. Das sind jetzt Pinsel. Mhm. Ist auch, glaube ich, irgendwie was für ein Holz, ne? Also was Besonderes. Also das ist auf jeden Fall Bambus. Mhm.
Das ist, glaube ich, Ebenholz oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das was Hochwertiges. Und dann? Genau. Also hat man ein Stück Blatt Papier. Leider ist das hier ein bisschen dunkel. Das gibt, hat das nicht ein bisschen heller hier? Ja, ist auch deutlich heller. Das haben wir uns besorgt. Und zwar haben die Kinder darauf gemalt. Dazu brauchen wir einfach nur den Pinsel. Und ein Wasser. Bisschen Wasser. Das ist Wasser. Also wirklich genau. Nur Wasser. Und dann kann man... Ja, das war jetzt... Das waren jetzt chinesische Schriftzeichen. Das Zeichen für Welle. Ja? Ach so. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, Justus. Ups, ihr geht das mit runter. Und das Tolle ist, darauf können die malen mit Wasser. Darunter ist wahrscheinlich irgendwie Kohle. Das leuchtet dann durch den Schwarz. Und so kann man dann die Schriftzeichen lernen. Und wenn das Wasser verdunstet, dann wird es wieder weiß. Ja, also das trocknet jetzt, das Wasser. Und dann sieht es wieder so aus, ganz normal. Ja. Genau, also es trocknet und dann ist es wieder... Und das ist eigentlich so dafür gedacht, also dass man eben... Üben kann. Genau, das ist ja eins. In China heißt das ja eins. Dann kann man dieses Malen üben. Ja, das Tolle ist ja, man übt damit und es verschwindet wieder. Also man kann diese Übungen machen, wie man malt. Und das ist natürlich total... Umweltfreundlich. Ja, umweltfreundlich, kann man so sagen. Weil ich dieses Papier ja dann ständig wieder neu benutzen kann. Mhm. Guck mal, wie toll ich das gemacht habe hier. Ja, hast du super gemacht. Komm, zeige mal nochmal. Genau, Justus möchte Applaus bitte dafür. Ja, gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Das Schälchen haben wir auch gekauft. Das war auch so eine Geschichte. Weißt du, da waren wir doch in diesem Laden. Auch mini klein. Weißt du, musste dich durchquetschen und so. Aber der Verkäufer war so nett. Einfach auch so, ja, so ein herzlicher. Und er wollte gar nicht, dass wir jetzt diese teuren Pinsel kaufen. Sondern er meinte, ja, dann reicht ja was Normales. Ihr wollt das ja nur mal so ausprobieren. Dann meinte Justus, nein, er möchte schon was Besonderes haben. Genau, ich will ja ein Andenken haben. Also wir möchten ja irgendwie was aus Plastik, sondern auch so ein Andenken. Ja. Und auch, dass man das schön zusammen machen kann. Und ich möchte es auch irgendwo hinstellen, dass man einfach damit was machen kann. Guck mal, jetzt fängt schon an zu trocknen. Also verschwindet jetzt dieses Schwarz einfach. Und dann kann man wieder drauf malen. Richtig toll. Und Elisa hat auch die ganze Zeit darauf gemalt, als wir da in China waren. Einfach so, was sie wollte, so kriegel-kragel. Ja. Aber sie fand das toll. Ja, aber das Papier wurde so sehr beansprucht, dass dann auch irgendwann durchgesifft ist. Wenn man das Wasser drüber kippt, ja. Dann... wird es ganz dunkel und schwarz und dann ist es dann auch irgendwann vorbei. Einfach nur als Beispiel für Sachen, die es dann in Deutschland dann nicht gibt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das ja auch chinesische Schriftzeichen sind. Also so kann ein Nike-Shirt auch aussehen. Das meine ich gar nicht so, dass es mit chinesischen Schriftzeichen, sondern dass es dann eben auch viele andere Designs gibt, die es in Deutschland gibt. Extra angepasst auf China. Auch McDonald's ist angepasst auf China, genauso wie Burger King und eine Kentucky Fried Chicken. Eine Reissuppe von McDonald's. Die ist richtig lecker übrigens. Krass. Kann ich empfehlen. Die Reissuppe von McDonald's zum Frühstück ist richtig lecker. Aber gibt hier nicht. Gibt hier leider nicht, sonst würde ich sie ja jeden Tag kaufen. Aber dafür gibt es ja keine Croissants. Tja, Ja, entschuldige mal bitte, also ein klein bisschen Nachteil hat das ja schon. Nicht, warum essen die Chinesen keine Croissants? Das ist doch gut. Wunderbar. Was ich unbedingt noch zeigen wollte, sind ja diese Feyue-Schuhe. Ach, da hat ihre Freundin, fand das total toll. Die so, Dani. Okay, das sind jetzt irgendwelche Schuhe. Ich habe mit ihr genau dieselben Marke, Schuhe. Kennen. Aber diese Feyue ist irgendwie irgendeine super spezielle Marke aus Shanghai, glaube ich, ne? Oder? Wir laufen jetzt immer als Schuhzwinger rum. Ich hatte sie noch gar nicht richtig an, wie man sieht. Es ist noch Etikett dran, aber ich wollte das unbedingt vorher noch mal zeigen, solange sie noch weiß sind. Feyue. Und jetzt werde ich sie auch tragen. Ich freue mich da richtig drauf. Ich war da schon einmal drin, das ist super weich. Man läuft da wie auf Wolken. Das, was auch cool ist in China, es gibt ganz, ganz viele Marken, also die auch da bekannt sind und auch offensichtlich sehr, sehr gut sind, die wir hier gar nicht haben. Also wie dieses Feyue, das scheint irgendeine richtig gute Marke zu sein. Also die Freundin von dir fand das total genial. Und ja. Und es war auch nicht teuer, ne? Also es hat 113 Yuan gekostet. Mach mal weiter, mein Schatz. Wir werden hier niemals fertig. Nee. Das hier. Also das Hütchen, das haben wir schon gezeigt, hat Clara bekommen. Und das sind die Pfötchen unten. Da kann man Luft hochpumpen, wenn man da drückt. Und dann gehen die Ohren hoch. Fand ich auch extrem genial. Also ich hatte das auf Insta-Story gezeigt. Du kannst mir gerne folgen. Da gibt es nochmal ganz viele Fotos aus China. Und da bist du auch immer up to date. Und da haben auch ganz viele gesagt, bitte bring uns das mit nach Deutschland. Die gibt's doch nicht. Ich will das auch für mein Kind. Ja, total süß. Gab's auch in verschiedenen Farben.
Ja, vielleicht ein bisschen was Albernes, sollen wir das zeigen? Das ist albern, wirklich. Sollen wir nicht machen? Weiß ich nicht. Ja. Ja, zeig. Also Justus. Beim Straßenhändler, die wollen ja immer alles andrehen und ich bin immer gerne da bereit, mir das anzuhören, was sie zu sagen Justus haben. Justus lässt sich alles andrehen. Weil ich nicht verstehe, was sie sagen. Er findet das alles toll. Ja, ja. Aber das Coole ist, der hat ein Geschäft gemacht, also ich kaufe das Ding, aber er muss mir alle Tricks zeigen. Das heißt, wir standen da bei dem Typen und dann hat er uns wirklich eine halbe Stunde lang die Tricks gezeigt. Und jetzt mach ich mal kurz. Jetzt muss Justus einen Trick vorführen. Achtung, ja, warte, magical. Wie war das nochmal? Ich muss hier eigentlich diese Kette da vorbereiten. Ich kann nämlich auch einen Trick zeigen. Ich bin jetzt auch unter die Zauberer gegangen. Wir haben jetzt hier dieses Tuch. Ja? Das stecke ich jetzt hier in meine Hand rein. Seht also, nur meine Hand. Mach mal. Und abracadabra, Hokus. Weg ist es. Krass. Ja. Voll lustig. Ja. Cool. Ich bin voll der Magier. Wo ist denn die Kette? Das will ich auch noch zeigen. Also, ja, ich zeig das mal in einem Vlog. Zeig ich mal in einem Vlog. Total lustig einfach. Also Justus hat einen Zauberkasten da gekauft in China. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt in China kauft. Doch. Das war ich. Völlig überteuert, meiner Meinung nach. Ja, es war nicht ganz so günstig. Es waren deutsche Preise. Ja, das ist so. Aber dafür hat er uns alles gezeigt. Ja, er war halt nett. Also, ich finde es mal doof, finde ich die ganze Beschreibung, wie soll ich jetzt das lesen? Und dann hat er mir uns das alles gezeigt. Es ist schon so, dass man in China eigentlich immer verhandeln kann, also die Preise, die einem gesagt werden, kann man immer sagen, nein, günstiger und so. Aber ich muss auch sagen, es geht dabei immer nur so um 1-2 Euro. Und ich finde einfach, die verdienen da sowieso so wenig Geld. Ach, ich weiß nicht, die sind einfach immer so herzlich. Weißt du, das ist jetzt nicht so... Also, was krass ist, mit einem Taxifahrer braucht man keine Angst zu haben, weil die alle einen Taximeter haben. Also man setzt sich da rein und macht Piep und dann fahren die los. Also und das kostet sowieso immer nur so 3 Euro oder was? Ja, wirklich ein Apfel und ein Ei. Oder 1 Euro, wenn die kommen und dann geht es dann los und dann kostet das halt 2 Euro. Also das ist wirklich super günstig. Wo man ein bisschen aufpassen muss, die sind diese Straßenhändler, die irgendwelche Süßigkeiten und so verkaufen. Oder das Zuckerwatte. Ja, einmal passiert. Dann stehen da nämlich keine Preise und dann kostet eine Zuckerwatte genauso wie bei uns auf dem Dom. Also wenn bei den Straßenhändlern keine Preise stehen, dann musst du vorher nachfragen, wie viel das kostet. Und wenn du dann so ein bisschen europäisch aussiehst, dann ist das vielleicht das Zehnfache, was du bezahlen musst. Ja, hast mich ab und zu mal geschimpft. Okay, habe ich dich geschimpft? Ja, irgendwie Karussell fahren, umgerechnet irgendwie 4 Euro. Und ja. Okay, gut. 4 Euro ist jetzt okay. Kann man machen. Und dann hört Nancy, wie eine chinesische Familie kommt und deine Karten kauft und die zahlen dann halt nur 1 Euro. Gut, habe ich den europäischen zusätzlichen Preis bezahlt. Aber es ist halt auch jetzt nichts, das uns wehgetan hat. Nee, also das hätte ich ja jetzt hier auch bezahlt. Fühle mich aber hintergangen und betrogen. Aber ist alles okay. Aber ist selten. Also ist mal passiert, ist uns vielleicht zweimal passiert. Ja. Ja, aber man ist selber schuld. Ich möchte aber nicht sagen, erst mal fragen. Ich finde aber nicht, dass es jetzt China repräsentiert, weil es uns 2-3 Mal passiert ist, von den 100 Mal, die wir eingekauft haben. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Es ist eigentlich eher regelmäßig so, wenn jemand etwas anbietet, dass das auch der Durchschnittspreis ist. Und zu 99% sind ja auch die Preise überall angeschrieben. Ja. Und dann, also wir waren ja in Disneyland, das habe ich dir ja gezeigt, wir waren in Disneyland. Komm, Justus, sag mal, wie siehst du aus, siehst damit? Und dann musste ich natürlich diese typischen Disney-Haarreifen mit Ohren kaufen. Da habe ich 3 Stück gekauft. Mhm. 1, zeig mal die anderen, Justus. Und dann noch ein Cappy. Also für meine Kinder natürlich. Ne? Und Walt Disney, das ich nicht für Walt mich Disney kann sich davon jetzt ein neues Auto kaufen. Ja, also Disneyland war echt teuer. Für China war es teuer, für Deutschland wäre es auch schon super teuer gewesen. Das war echt richtig super teuer. Also bei Disneyland muss man wissen, also... Man zahlt Eintritt und man muss bei jedem Ding, also ich werde das nie wieder machen. Das ist nicht begeistert von Disneyland. Muss man 1 bis 2 Stunden anstehen. Es sei denn. Man bezahlt extra. Also es gibt einen extra Eingang, also man bezahlt ja schon, um in den Park reinzukommen, aber man kann gerne nochmal extra zusätzlich bezahlen. Ja, das ist aber jetzt nicht wegen China, Shanghai, sondern das ist ja in jedem Disneyland. Ja, also das um die Schlangen zu umgehen. Ja. Also da kommen einem die Tränen in die Augen. Ja. Am Ende des Tages. Aber ich habe auch gesagt, einmal, das war unser erstes Mal in Disneyland und so, wie man sich das anhört, wahrscheinlich auch das letzte Mal. Deshalb haben wir das natürlich dann
auch in vollen Zügen genossen. Klamotten also, hat Justus also, ganz, ganz viel gekauft. Ja. Das haben wir, glaube ich, schon gezeigt, ne? Für Elisa und für Clara. Hier wieder im Partnerlook. Süß, oder? Partnerlook. Guck mal, das. Ja, genau. Das sind alles Kleider für die Clara. Ja, und sie sieht so schick in diesen Kleidern aus. Mhm. Das ist der Wahnsinn, wie. Oh, sie hat das. Schade, dass sie dieses eine Kleid, das haben wir jetzt hier nicht mit dabei. Ja, das hat sie gestern angehabt. Sie trägt das ja zur Schule und ist ganz stolz darüber. Finde ich total süß. Hab ich ja auch schon gezeigt im Vlog. Muss ich auch nochmal auspacken, bügeln und dann wirklich anziehen. Da mache ich dir auch nochmal Fotos für Instagram. Davon gibt es aber keine Fotos auf Instagram. Warum? Nein, das ist ein Schlafanzug. Aus ein Seide. Oh, das das findet Justus ganz, ganz hübsch. Ja, da waren wir in der Seidenfabrik ja gewesen. Mhm. Haben uns die Seidenraupen sogar angeguckt. Oder diese Kokons. Mhm. Und da gab es alles. Da gab es auch Bettwäsche, aber die war echt teuer. Ja, was war das? Ich glaube, 5.000 bis 7.000 Yuan wollten sie für Bettwäsche haben. 1.000 Euro für Bettwäsche. Decke. Wer würde das ausgeben? Wer liegt in 1.000 Euro Bettwäsche? Finde ich gut. Kann man machen. Aber das waren ja die Bettwäsche, die früher nur der Kaiser hatte. Ja, und jetzt deshalb auch fürs Volk 1.000 Euro. Und schon hast du es auch. Doch. Der Kaiser. Zu und Witzigkeiten. Aber das ist Lollis. Einfach interessant, weil wir das in so einem Candy-Shop, die das da selber gemacht haben, gekauft. Ja, so ein Bonbonladen. Hm? In Deutschland gibt es ja auch Bonbonladen, aber sowas gibt es da irgendwie nicht. Da gibt es halt so normale Bonbons, ne, die dann selbst gemacht wurden. Das Bonbon kannst du auch noch zeigen. Ah. Das wurde auch, das fand Clara schön, das hat sich Clara ausgesucht und das hat sich Lora ausgesucht. Ein Popsockel, oder? Nein, das habe ich auch gekauft, weil ich das so toll fand. Und zwar, du musst jetzt raten. So, das verrate ich jetzt aber nicht. Das verrate ich erst im nächsten Vlog. Ich muss die Schriftzeichen eigentlich verdecken, sonst kann das ja jeder googeln. Was ist das? Ein Schiff und ein... Auflösung gibt es dann im nächsten Vlog. Wie gemein. Ja, wir haben noch so ein paar andere Sachen, aber ich glaube, die zeige ich dann irgendwie mal im Vlog, wenn wir die dann auch benutzen. Also bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.